Blumen für Charlie Schneider. Hallo, danke. Die sollten eigentlich gestern schon ankommen. Sorry. Kein Problem. Vielen Dank. Meine liebe Charlie. Der Strauß ist von Arno. Es ist wirklich höchste Zeit, dass ich mich bei dir bedanke. Dass du immer für mich da bist und auch dann noch lächelst, wenn ich mich mal wieder aufführe wie ein alter, störrischer Esel. Deine Freundschaft ist eins der schönsten Geschenke, die das Leben mir gemacht hat. Das ist doch wirklich der liebste, verrückteste Kerl, den es gibt. Charlie, ist alles in Ordnung? Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Arno hat gespürt, dass er sterben muss. Aber er hatte keine Angst davor. Er war ja eigentlich nie spirituell, aber er hat gewusst, er war sich sicher, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Beginn einer neuen Reise. Eigentlich ist er doch genauso gestorben, wie er gelebt hat. Mit Kraft und mit Liebe und der Zuversicht, dass alles gut wird. Was denn hier? Ich dachte, ihr habt zu. Dachte ich eigentlich auch. Ich hoffe, das ist okay, dass ich sie reingelassen habe. Aber sie sah ziemlich fertig aus. Herr Brandner und Jessica waren ja ziemlich eng. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Aber was genau macht sie da? Sie nimmt Abschied. Wenn der davon gehört. Wir haben den coolsten Opa der ganzen Welt. Hey Charlie. Ja? Wir wollen ganz dringend Opa sprechen. Opa hat heute Emils Latino-Arsch gerettet. Toll, oder? Ja, gibt's was zu feiern? Sag mal, Freunde, was ist denn hier los? Für andere anzünden. Das hat auch nur bestimmt gefallen. Ja.
Ohne ihn gäbe es den Pool und das alles drumherum dann auch gar nicht. Das ist echt nicht nötig. Du wolltest nichts mit mir zu tun haben, schon vergessen? Ich habe mit deinem Mann geschlafen. Ich habe unsere Freundschaft, deine Beziehung und meine Beziehung zerstört. Ja, ich mache immer alles kaputt. Aber Anne mochte mich so, wie ich bin. Und jetzt ist er tot. Kannst du mich bitte alleine lassen? Auf ihrer Mailbox. Andi, noch einmal Arno hier. Bitte, Junge, es ist dringend, melde dich bitte, so schnell wie möglich. Was ist das? Arno wollte sich von seinem Leben verabschieden. Wir haben eine ganze Nacht an diesen Briefen geschrieben. Aber ich habe natürlich gedacht, dass es noch sehr lange dauern wird, bis ich sie verteilen muss. Ja. Die letzten Wochen müssen dich wahnsinnig viel Kraft gekostet haben. Platz für ein anderes Bild. Ich wollte dir mit einem gewissen Porträt nicht vorgreifen. Auf dich, mein Lieber. Ich weiß nicht, wie lange ich dir das noch sagen oder zeigen kann, aber ich möchte unbedingt, dass du weißt, wie wichtig du mir warst und bist.
So kann ich nicht begreifen, dass da draußen kein Mann sein soll, der nicht erkennt, wer du bist. Deine Schönheit nicht sieht, deine Werte nicht erkennt. Wir werden dich alle vermissen.